Euvid, such. Die Vorstellung vom Paradies gehört zur Geschichte der Menschheit. Der Mensch sehnt sich nach einem Ort der Glückseligkeit, erklärt uns Gisela Götz, Kuratorin der aktuellen Ausstellung in der Stadtgalerie Neuwied. Und damit Welcome to Paradise. Jeder Mensch hat unterschiedliche Vorstellungen von Paradies. Was ist es? Und dann findet man so nach und nach doch eine Linie und man fängt bei dem an, wo es angefangen hat, nämlich mit dem ersten Kapitel in der Bibel, das Paradies. Adam und Eva leben im Paradies. Es gibt keine Krankheit, es gibt keinen Neid, es gibt keinen Tod. Es ist wirklich das Paradies. Und das kombiniert jetzt mit Interpretationen zeitgenössischer Künstler. Da ist zum Beispiel ganz überraschend der Bananensprayer Thomas Baumgärtel, der auch schon mal eine Einzelausstellung hier hatte und auch bekannt ist, der nimmt eine Vorlage von Albrecht Dürer und verfremdet das so. Und natürlich, es kann beim Bananensprayer nicht anders sein, seine Eva hat keinen Apfel in der Hand, sondern eine Banane. Eine wunderbare Bandbreite macht deutlich, wie Künstler träumen vom Paradies. Andreas Bruchhäuser ist auch mit einigen Arbeiten vertreten. Es hängt natürlich mit dem Thema zusammen und der Anfrage von Frau Götz für diese besondere Ausstellung. Und das Thema löst natürlich auch in mir etwas auf. Ich hätte natürlich auch eine Rheinlandschaft präsentieren können oder eine Gartenlandschaft. Frau Götz hatte eigentlich eher die Idee eines Gartens, den ich ihr präsentiere. Und ich hatte irgendwie den Gedanken, es gibt so eine klassische Vorstellung von Paradies und die ist sehr häufig tropisch aufgeladen. Und da ich selbst jahrelang mit meiner Frau in den Tropen verreist bin, speziell in Sri Lanka, dachte ich, das wäre vielleicht die Idee, da eine direkte Verbindung zu ziehen und einfach Arbeiten, die ich tatsächlich in Sri Lanka gemalt habe, für diese Ausstellung zusammenzustellen. Sein Malmittel, Pastellkreide. Also das Pastell gibt mir die Möglichkeit, das hört sich jetzt an, als wenn es einfach wäre, aber mit einfachen Mitteln, ohne Trocknungsprozesse, mit einem Brett, mit einem Papier, mit Farbstiften, direkt unmittelbar arbeiten zu können. Deswegen auch die Möglichkeit, zum Beispiel in so einem Land nicht mit einem wahnsinnstechnischen Equipment zu arbeiten, sondern diese Unmittelbarkeit und diese Möglichkeit, schnell Farbe umzusetzen. Und das Pastell hat eben diese Bandbreite, dass man sehr dünn und aber auch sehr dick arbeiten kann und auch Eindrücke erwecken kann, als wenn es Ölmalerei wäre. Speziell, wenn man Fotos von Pastellen macht, hat man manchmal den Eindruck, es ist so. Und diese Unmittelbarkeit und diese Direktheit, die führt eben dann auch zu diesen besonderen Ergebnissen, dass man eben wirklich reingezogen wird in die Welt und in die Situation. Und deswegen verlasse ich das Thema Pastell auch wahrscheinlich in Zukunft nicht. Das Thema Paradies führt weit in die Philosophie. Natürlich erleben wir in der Gegenwart immer wieder auch eine Situation, die uns als solche vorkommt. Es kann zum Beispiel eben die Tropen sein, das Ferne und doch nah und das Besondere, der Ausgleich, kein Druck, sondern nur sein. Nicht irgendetwas tun, sondern nur leben. Und das ist ja eine Idealvorstellung, die viele haben und deswegen auch im Urlaub ausdrücken. Es gibt viele Lebenssituationen, die so ein Gefühl von Paradies vermitteln. Aber das Vollkommene erreicht man eben nur in der Vollkommenheit. Insofern ist es eigentlich mehr ein geistiger Prozess, der uns ins Paradies führt und weniger ein körperlicher Prozess. Und die Malerei selber ist selbst so eine Auseinandersetzung mit dieser Vollkommenheit, weil in jedem Bild steckt der Versuch, das zu erhaschen, ein Stück weit davon zu bekommen. Und wenn es gelingt, ist es ein momentaner paradiesischer Zustand. In Neuwied ist man froh, endlich wieder Kultur präsentieren zu können. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, das zeitgleich 25 Leute die Galerie besuchen können. Wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet, sodass wir mit Maske und Sichtschutz für die Kassenleute arbeiten können und denken, dadurch, dass es sich so ein bisschen verlaufen kann in der Galerie, dass wir da ganz gut mit zurechtgekommen sind. Natürlich ist es nicht dasselbe wie sonst. Wir konnten keine Eröffnung machen. Wir haben einen virtuellen Rundflug gemacht mit einer Drohne. Wir haben uns was anderes überlegt, haben Künstler interviewt teilweise und haben es auf unserer Facebook-Seite und auf der städtischen Seite verbreitet. Man muss sich in diesen Zeiten einfach was Neues einfallen lassen. Bis zum 11.10.2020 ist das Paradies noch geöffnet in Neuwied.
in der Stadtgalerie. Andreas Bruchhäuser, wirklich ein sehr spannender Künstler. Er gibt übrigens einen Malkurs auf Schloss Burgnamedy am 23. und 24. Oktober. Es sind noch Plätze frei. Wenn Sie sich anmelden möchten, können Sie das gern über die E-Mail-Adresse von Burgnamedy einfach im Internet suchen. Tja, und Paradies ist für jeden was anderes. Das haben wir jetzt gelernt, ne? Und für dich vielleicht das hier könnte sein. Und für Sie vielleicht Schloss Soneck. Viel Spaß! Auch der rote Milan aus dem Sohnwald liebt diesen Blick. Raubritter, Rosenstolz, Rheinromantik. Das ist die Burg Soneck. Was wir hier heute erleben, verdanken wir dem Romantiker auf dem Thron, König Friedrich Wilhelm IV. Mit seinen drei Brüdern wollte er sich hier im Jahre 1842 den Traum von einem Jagdschloss verwirklichen. Er war ein Liebhaber des Tales. Auf den Ruinen der alten Burg ließ er die Soneck erbauen. Genießen freilich konnte er all das nicht mehr. Unter anderem die Revolution von 1848 kam dazwischen. Gejagt wird hier heute noch, allerdings friedvoll und zeitgemäß. Und immer wieder der Blick ins Tal. Im Norden erspähen wir den Weinort Bacherach und die Burg Stahleck. Von dort kommt auch so mancher Wanderer, denn nicht nur der Rhein-Burgen-Weg führt direkt zur Soneck. Das Eintreten gereicht zum Höhepunkt einer jeden Tour. Schon im Jahre 1010 wurde die ursprüngliche Burg erbaut. Sie sollte Zolleinnahmen sichern. Circa 250 Jahre läuft die Sache, doch dann die Herren von Hohenfels ziehen als Vögte auf der Soneck ein und damit kriminelle Machenschaften. Überfälle, Geiselnahmen, Raubzüge. Mehrfach wurde die Burg Soneck zerstört und immer wieder aufgebaut. Heute ist es ein überaus friedlicher Ort, an dem Geschichte lebendig wird. Denn auch im Inneren der Burg gibt es viel zu entdecken. Gemälde, Skulpturen und Möbel vom Feinsten. Hier könnte eben noch der König gewesen sein. Die Dinge machen vieles begreifbar. Und wie im Märchen der Rosengarten auf der heimeligen Soneck. Sieh, wie sie leuchtet, wie sie üppig steht, die Rose, welch satter Duft zu dir hinüberweht. Nach allen Eindrücken dürfen wir in der Burgschenke die Seele baumeln lassen. Die Burg Soneck ist eine Einladung, ist eine Reise, ist eine Entdeckung, die so viel Lust auf mehr macht. Und nochmal im Garten klauen und naschen. Was für eine paradiesische Sendung. Aber diese Himbeere werde ich nicht selber essen. Emma, guck mal, willst du eine Himbeere? Lecker! Ich wünsche Ihnen paradiesische Zeiten und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.